Patrick Gehring fängt ganz am Anfang an, ein Choreo von etwa 4.500 Leuten. Was ist schon dort der Kopf, wo ihr hingelaufen sind? Ja, es ist sicher immer etwas Schönes. Ich meine, man kommt raus, schaut den ersten Moment gar nicht auf die Seite, dreht um und sieht nachher, dass all die A4-Blätter gegeben haben. Und das ist sicher ein schönes Gefühl. Mal. Gehen wir zum Match über, dann gehen wir 1-0 in Führung und haben jetzt den 6. Sieg in Serie in den Playoffs. Was macht ihr anders als in der Qualifikation, dass ihr jetzt immer gewinnt? Ja, es ist vielleicht schwierig, aber wir haben immer an unsere Stärke geglaubt. Wir haben immer gekämpft, eigentlich die ganze Qualifikation durch. Jetzt es verhebt irgendwie und heute haben wir auch nicht unbedingt unser Bestes gezeigt und gleich einen Sieg einfahren. Das ist sicher einfach der Kampfwille von jedem Einzelnen und wir heben zusammen und gehen füreinander. Und ich denke, dass das sicher ein sehr grosser Punkt ist. Ja. Sprichst du es an, letztes Mal haben wir 7-1 gewonnen, heute 2-1. Ist es genau das, dass ihr eigentlich fast jeden Match könnt gewinnen, auch wenn es knapp wird und ihr nervös werdet? Ja, sicher. Also, wenn wir gegen Davos bestehen, dann können wir sicher auch gegen andere Gegner in dieser Liga bestehen. Und das hat uns sicher auch ein gewisses Selbstvertrauen gegeben. Und wir wissen, was wir können und wie wir spielen, dass wir gewinnen können. Und Gott sei Dank ist es heute wieder so gegangen. Was macht man denn speziell, wenn der Damian Brunner, der Holden Metropolit fast 30 bis 35 gefühlte 50 Minuten auf dem Eis stehen? Ja, das Gute ist sicher, dass wir 4 ausgeglichene Linien haben. Wir können schneller wechseln, zum Teil wechseln wir 3-mal so schnell, wie sie einmal wechseln. Und früher oder später zahlt sich das aus, weil irgendwann mögen sie nicht mehr. Und wenn wir unseren Rhythmus hochbehalten, dann ja, sind sie irgendwann auf der Schnur. Nächster Rhythmus, sprichst du es an. Im 5 gegen 3, wo wir nach dem Goal kassiert haben, bist du etwa jeden zweiten Moment am Boden gelegen, hast versucht zu scheibenblocken. Ist das eine Spezialität von dir oder ist das einfach dein Job im Boxplay? Ja, es ist sicher der Job eigentlich, wo wir probiert den Querpass wegzunehmen, aber leider hat es nachher nicht gelangt. Kaum ist die Strafe abgelaufen, hat es gekübelt und ja, leider hat es. Patrick Gehring, mit Zweifel nicht daran, dass es am Donnerstag der dritte Sieg gibt und danke vielmals für die gute Spannung und Unterhaltung. Merci.